Im Dezember oder Jänner, wenn das Holz am trockensten, also kein Saft im Stamm ist, werden in Höhen ab 1700 bis 2500 Meter Zirben geschnitten. Das Holz, oft bis zu 500 Jahre sind die Stämme alt, ist sehr weich und daher leicht zu bearbeiten, wird gerne als Material zur Herstellung der Krampusköpfe verwendet. In etwa 30-stündiger Arbeitszeit entsteht aus dem Rohling ein kunstvoll gestalteter Krampuskopf. Einmal wird die Nase sehr charakteristisch betont, dann wieder das Maul und die Zähne. An der Form und Art des Kopfes, ob breit, ob schmal, an der farblichen Gestaltung und vielen anderen Merkmalen erkennt man auch die Hand des Schnitzers. Jeder Künstler hat eigene Vorstellungen und lässt bei der Gestaltung seinen Ideen freien Lauf. Die Liebe zum Detail verleiht jedem Kopf ein anderes Aussehen. Zwei oder drei Paar Bock- und Widerhörner zieren die Köpfe. Die fertigen Masken wiegen bis zu 12 Kilogramm.